Hallo ihr Lieben, heute ein ganz, ganz kurzes Video von mir und zwar möchte ich euch einfach mal so ein bisschen sagen, wie es weitergeht mit YouTube, privat und sonst so ein bisschen. Also, als erstes muss ich loswerden, ein dickes, fettes Dankeschön für all die ehrlichen, offenen Nachrichten mit euren Geschichten und Schicksalen auf Facebook. Ich habe es noch nicht geschafft, alle zu beantworten. Die ersten Tage konnte ich wirklich nur lesen und ja, ein bisschen mit trauern und da hatte ich einfach nicht die Kraft, zurückzuschreiben. Jetzt habe ich langsam angefangen, ein paar zu antworten. Natürlich habe ich noch nicht alle geschafft, aber ich werde mich bemühen, so gut wie jedem gerecht zu werden. Und ich habe alle Nachrichten gelesen, ich habe mich super mega gefreut. Ich bin wirklich geflasht von dieser riesengroßen Resonanz und wollte dafür erstmal schon mal ganz doll Danke sagen. Ja, als zweites, wie geht es mit YouTube weiter? Es wird weiter Videos geben. Der Plan in Anführungsstrichen ist jetzt erstmal, ich zeige euch so ein bisschen was von der Schwangerschaft, von der zweiten. Es geht mir übrigens ein bisschen besser, ihr merkt es sicherlich auch. Ich lenke mich viel ab, indem ich auf- und umräume, unsere Wohnung weiter dekoriere, fertig mache, indem ich mit Emil spiele und alles sowas. Natürlich ist es noch nicht fertig verarbeitet, aber dadurch, dass ich viel darüber reden konnte, viel schreiben konnte, findet man sich so langsam mit dem Gedanken ab und man akzeptiert es. Wir haben eine schöne Erinnerung gebastelt, die ihr schon im Cover-Video sehen konntet, auf die ich auch nochmal genauer eingehen werde. Dann zeige ich euch auch Emils Rahmen dazu. Ja, und dann, wie gesagt, zeige ich euch etwas über die Schwangerschaft. Ja, wie es so war. Ich erzähle auf alle Fälle, was ich so für Symptome hatte, wie es mir ging. Ja, es wird ein Video über unseren Kinderwunsch geben. Denn ja, der Kinderwunsch besteht weiter. Und da sind wir auch schon beim privaten Teil. Ja, wir wünschen uns natürlich immer noch ein zweites Kind. Wir sind uns relativ einig, dass wir das nicht heute wollen. Aber wir sind uns auch sehr einig, dass es nicht erst in einem Jahr sein wird. Ja, es wird auch ein Frage-Antwort-Video geben, in dem ihr dann nochmal alles loswerden könnt, was euch so auf dem Herzen liegt, was ihr noch wissen wollt, was euch wichtig ist. Und nochmal, um auf meinen Kanal zurückzukommen, es wird dann auch endlich die Room-Touren geben. Ich habe auf Facebook schon eine Umfrage gestartet und das Wohnzimmer wird das erste Zimmer sein. Ja, soweit dazu, kurzes Update, also keine Sorge, es geht weiter. Und wenn es weitergeht, sehen wir uns dann auf alle Fälle auch schon wieder. Und bis dahin, macht's gut und noch einen schönen Tag wünsche ich euch. Bis dann!